Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations, Part 9 von mir auf 94. Im letzten Part haben wir... Was haben wir im letzten Part? Also vorletzte war die Hakenklinge. Naja. Gerüste im auffälligen Modus B antippen, um nahe Gerüste umzuschmeißen. Sie können auch Wachen eliminieren, indem wir die da reinwerfen. So, hier ist ein Buchladen. Buchläden. Direkt was zum Lesen. Warte, jetzt gab es gar nicht über die Schmiede, ne? Gucken wir direkt mal in der Datenbank nach. Letzte Einträge. Buchladen. Nur dazu gab es irgendwie wirklich nichts. Ich glaube mal, die Schmiede war doch irgendwie ganz am Anfang, oder? Keine Ahnung. Egal. Mein Ort tut weh. So, dann machen wir mal gucken. Was verkaufst du denn so? Bücher! Die Odyssee. Warum steht da unten Homer? Eneis, würde ich mal sagen, wird das ausgesprochen. Mu a la Cat. Ich denke mal a la Cat. Unbekannt. Das müsste wohl der Autor sein. Geographia von Ptolemäus, ja toll, schön, dass ich das nicht aussprechen kann. Die Geschichte der Könige Britanniens, Geoffrey von Monmouth. Nein, wir werden uns erstmal nichts kaufen. Vor allem, weil ich nicht weiß, was dieses blöde Minus heißt. So, Galaterbezirk Schatzkarte 1 und Galaterbezirk Schatzkarte 2. Schön, dass die so teuer sind. Leck mich am Arsch, Junge. Und wir kaufen uns einfach mal ein Buch. Ein Vergnügen, Herr. Kommt bald wieder. Okay, wir sehen jetzt schon mal die Schätze auf der Karte. Wollen wir uns nochmal die Karte angucken? Ich hoffe mal, die wird nicht so voll wie in Brotherhood. Okay, das hier ist wohl nur eine, Ecke. Ich dachte, das wäre noch irgendein Zeichen. Aber ich gehe mal irgendwie stark davon aus, dass das hier irgendwie auch gegurgelt wurde. Oder es ist einfach gut gemacht. Gibt es einen Grund für diese Grobheiten? Bla bla bla. So, hier sind Diebe. Ihr kostet 150. Okay, nein. Ich kann das nicht. Jedenfalls nicht so gut. Guck mal, da braucht er die Klinge gar nicht. Na? Ganz oben auf der Spitze ist der Synchronisationspunkt. Scheint so. Nein. Wo ist er? Da ist er. Okay, jetzt gehen wir langsam runter. Langsam runter. Bevor du dich wieder in so einen Scheißheuhaufen fallen lässt. Schöner Adler. Schönes dickes Haus im Hintergrund. Ich denke mal, das war das, wo wir schon drauf waren. Ne? So, blödes Kabel. Jetzt, nächster Punkt. Was ist das? Templerfeste. Was ist das? Piri-Reis. Piri-Reis, keine Ahnung. Was ist das? Roma Hauptquartier. Zwei Hauptquartiere nebeneinander. Schlau. Gut. Das nächste. Ich denke mal, wir sind hier auf irgendeiner Insel. Ja, toll. Ich hätte gerade nachgucken können. Tauben weisen auf Kanten hin, von denen sie einen Todessprung ausführen können. Nein, wirklich. Siehst du, das hätten wir jetzt mit der harten Klinge nicht geschafft. Und verdammt. Ich nehme nur die feinsten Seiden und Leder. Meine Kunst hält ein ganzes Leben. Ey, du sollst da schon hoch, ne? Denn hier mit dem Ding sieht das um einiges stylischer aus. Egal. Dann gehen wir halt einfach weiter. Ich weiß nicht, ob ich das hierfür gebraucht hätte. Keine Ahnung. Werde ich wohl auch nie rausfinden.
Hier über diese Mauer sind, über so eine Mauer zumindest, sind wir doch schon mal mit Yusuf vorhin drüber geklettert. Nein, das hört sich doch nicht runter. Oh, ein Schatz. Zwei Schätze. Sechsmal Schwefel. Hey, hey. Goldene Kiste. Okay, die ist Gold. Da ist Gold drin. Die... Oh, flackert diese Scheiße. Die andere ist aus Holz. Da ist Zeug drin. Okay. Da war zumindest Zeug drin. So, dann gibt's hier wieder schöne Bötchen. Jetzt geht's hier auf das Haus. Ich weiß. Setz doch mal öfter die Hakenklinge ein, das geht auch viel schneller. Ach so, nein, wir müssen auf das Ding da. Nein? Genau. So, hör nicht. Ja, ich lerne. Und synchronisieren. Und dann hätten wir auch alle Aussichtspunkte hier in diesem Gebiet. Könnte ich natürlich jetzt noch alle Schätze einsammeln, aber nein. Jetzt wird erstmal auf die Karte geguckt. Was gibt's denn noch hier? Na okay, viele Schätze sind es wirklich nicht, aber nein. Wir gucken erstmal... Hallo. Ich wollte eigentlich nichts kaufen. Was soll denn der Unfug? Blablabla. Okay, das sieht auch schon mal lustig aus, wie er dann mit der Klinge offen springt. 7 Minuten haben wir auf zur nächsten Mission. Okay, und diese Gerüste können wir umwerfen, indem wir dran vorbeirennen und B antippen. Das goldene Horn. Was ist das? Keine Ahnung, scheint aber, als hätten wir das schon gehabt, ansonsten wäre da jetzt ein Bild bei gewesen. Hallo, du. Stopp. Mehr Zeug. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwann voll bin oder so. In der Offensive. Vorhin war es in der Defensive, jetzt können wir auch angreifen. Die Galgatha-Feste ist sicher, doch Yusuf ist noch nicht von seinem Kampf zurückgekehrt. Gehen Sie zur... Oh, Niklas, fick dich. Ja, toll, jetzt sieht man das auch noch. Alter, Jung. Die Galgatha-Feste ist sicher, doch Yusuf ist noch nicht von seinem Kampf zurückgekehrt. Gehen Sie zur Feste im nördlichen kaiserlichen Bezirk in der Nähe des Bazars und suchen Sie ihn. Volle Synchronisation im nördlichen kaiserlichen Bezirk, keine Konflikte auslösen. Na super. Wollen wir mal sehen, ob wir das hinkriegen? Ezio, begrüßt meine neuen Freunde! Wo kommt der denn? Beeilung! Okay, dann wollen wir jetzt mal den Kampf mit der Hakenklinge angucken. Okay, sieht doch schon mal besser aus. WTF, was hat er denn für einen Helm? Ihr kämpft, als kämpft ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie, um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Bazarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Ezio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Ferser nordwestlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Mindestens seit dem Erdbeben. Vielleicht sogar noch länger.
Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, seh. Hände Falter, Shigibi. Glaubt mir. Okay, er läuft automatisch mit. Ich kann halt noch selber laufen, wenn ich lustig bin, aber nö. So macht er das schon gut. Kamera ist dann halt auch wieder frei, wenn ich selber laufe, aber nö, so gefällt mir das. Kann ich mich umgucken? Mit dem Adlerauge oder so? Ma. Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Ezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. War das eine Bombe? Ich gehe besser heim. Zu viele. Das waren vier. Gehen wir. Ihr steckt voller Überraschungen heute. Magie. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir bocken sie uns von den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Wer ist der Mentor hier, Ezio? Das frage ich mich langsam. Ich guck mal immer nach weiteren Fragmenten. Da oben war halt eins, das habe ich direkt gesehen. Mann. Okay, Alice scheint auch im Teamspeak zu sein. Warum sagt ihr jetzt nichts mehr? Sagt irgendwas. Nun ihr. Macht mich stolz. Okay, drei Kirsch... irgendwas. Und dann eine Bombe auswählen. Verdammt, ich habe schon wieder R irgendwas gedrückt. RT. So, Kirschköderbombe. Ach so. So, und auf Y werfen wir sie. Und jetzt? Da gehen sie. Ist doch total dumm. Warum gehen die denn alle gleichzeitig schnell dahin? Wir sind fast da. Okay, Y antippen, um beim Laufen eine Bombe direkt vor sich zu legen. Da ist noch ein Fragment. Ich höre was. Achso, das war ein Schatz. Hat er direkt mit markiert. Rechts ist ein Sperrgebiet. Keine Ahnung warum. Das ist noch eine unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da, irgendwo in dem Mob, steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Ach, toll. Das sagt den Templern, dass es Zeit ist, zu packen und zu gehen. Bene, ihr sorgt für die Ablenkung. Ich schick sie nach Hause. Toll, dann gibt's schon wieder sowas. Ist ja auch nicht auf dem Dach guckt, ne, der Depp. Den da unten soll ich machen? Scheint so. Okay, Kontrolle über Konstantinopel. Bla bla bla. Hierher. Ja, ich komme. So, was? Wenn die Templer eine unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner. Durchsucht das Gebiet, dann seht ihr ihn vielleicht wie einen Pfau umherstolzieren. Setzt eure legendären Sinne ein, Ezio, und sucht die Straßen ab. Dann findet ihr euer Ziel. Nein. Ich hätte ja nie gedacht, dass er das ist. Okay, zumindest muss ich den jetzt auch noch selber finden. Ist dann auch schon mal eine kleine, größere Herausforderung.
Ich würde ihn gerne anvisieren. Was ist das da oben links für ein Krug? Das ist eine Kiste. Ups. Nein. Fuck jetzt. Ja, keine Konflikte, auslösen, natürlich. Direkt fehlgeschlagen. Und jetzt noch das Signalfeuer geben und dann ist es geschafft. Gott, hört auf, mich alle anzuschreiben. Kennst du diesen Mantel? An wen erinnert er? An niemanden. Er entwischt uns. Nein, das stimmt nicht. Ich existiere eigentlich gar nicht. Nein! Ihr Ärsche. Ich sehe ihn! Da! Schneller! Wer hängt da? Gott, fickt euch halt mal. Endlich seid ihr hier. Ich weiß nicht, etwas in seinen Augen sagt mir, dass dieser Schandwirt nicht bezahlen wird. Sag mal. Egal wie viele Finger er verliert, doch mal. Den beobachten wir besser mal. Ah, überzogen, verdammt. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.